Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin Yogalehrer und beschäftige mich unter anderem auch mit Parapsychologie und Esoterik. Einer der Leser der Bücher, die ich über meine Homepage verkaufe, hat mich gebeten, meine eigene Meinung darüber abzugeben, wie es in den nächsten 1 bis 2 Jahren hier bei uns aussehen wird. Natürlich bin ich kein Hellseher und es gibt auch viele andere Kanäle, die euch besser als ich erzählen können, wie es politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich aussehen wird in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren. Ich kann lediglich es aus einer, wie gesagt, esoterischen Perspektive erzählen und dazu werde ich heute auf diese Frage hin auch Stellung nehmen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also vor circa 12 Jahren hat ein gewisser Mann, der Alexei Wassiljewitsch Trochleebow, in Russland begonnen, sehr interessante Videos ins Internet zu stellen. Die Grundaussage dieser Videos war, dass uns 2012 ein gewisser Weltuntergang erwartet, beziehungsweise ein Wechsel in das goldene Zeitalter erwartet. Er hat das sehr ausführlich geschrieben, unter anderem auch, dass irgendwie ein bestimmter Planet, der Nibiru, hier vorbeikommen wird und sehr große Zerstörung und Verwüstung anstellen wird auf der Erde und nur ein ja, sehr kleiner Teil von den Menschen eigentlich diese Katastrophen überleben wird. Das ist natürlich nicht so eingetreten und viele Leute haben dann gemeint, ja, das war ein bisschen irgendwie ja, Schwachsinn oder Erfindungen von ihm selber. Man muss aber noch anmerken, er hat auch andere interessante Fakten und Voraussagen erzählt, die auch hätten 2012 eintreten sollen. Unter anderem hat er 2010 schon gesagt, also in 2 Jahren, also aus der damaligen Sicht 2012, wird man weltweit irgendeine Krankheit erfinden. Ein Erfinden, speziell weil es die Krankheit nicht existieren wird. Und man wird da sich das Recht nehmen, dadurch, also das System wird sich das Recht nehmen, Menschen in den Großstädten einzusperren. Das heißt, die Städte mit ja, Polizei- oder Soldateneinheiten zu umzingeln, dass keiner in die Stadt rein oder rauskommt, damit halt diese Pandemie sich nicht weiter verbreiten würde. Also das ist sehr interessant aus dem Grund, weil sowas Ähnliches wir gerade erleben und dass es mit uns gerade auch passiert, obwohl schon viele über diese Voraussagen vergessen haben längst, weil es wie gesagt über 10 Jahre her ist. Er hat aber auch erzählt, dass man Menschen dann, wenn es also ganz schlimm und ganz hart kommt, Menschen, die halt in die Natur irgendwohin flüchten werden, dass man sie halt mit Drohnen auch irgendwo erspähen wird und hat auch Ratschläge gegeben, wie man sich dagegen schützen kann und soll. Ich denke, das wird soweit nicht kommen. Allerdings erleben wir bereits einen Teil dieser Prophezeiung 10 Jahre später, als es hätte eintreten sollen. Die Grundaussage, warum das Ganze so passiert, war auch die, dass auf der Erde hier ein bestimmtes System regiert, ein System, das unter anderem auch ja, außerirdischen Einfluss haben soll. Es gibt hier Belege bzw. Beweise auch in der Bibel, dass bestimmte Wesen, die Nephilim, hier die Erde sozusagen kontrollieren und offensichtlich, also den Aussagen von Alexei Wassiljewitsch Trochleebow nach, soll hier diese Zivilisation die Bodenschätze, die Erdressourcen abbauen. Und sie kommen praktisch alle 2.500 Jahre mit ihrem Planeten, holen hier ab, also Erdöl und Gold. Das sind die wichtigsten Ressourcen für diese fremde technokratische Zivilisation. Und danach wird halt unsere Zivilisation hier auf der Erde bis aufs Letzte heruntergefahren. Das heißt, ja, Fabriken, Produktionsanlagen, Abbaustätten werden hier nach und nach geschlossen, damit die Menschheit diese Ressourcen nicht für sich selber verbraucht. Wir werden so praktisch ins Steinzeitalter zurückgeworfen für eine gewisse Zeit. Und dann bleiben eben ein paar dieser Wächter auf der Erde, wie so die nächste Wache oder die nächste Ablösung dann. Und dann dauert es wieder einen Zyklus, 2.500 Jahre. Und kurz bevor
dieser Planet wieder hier ankommt, soll wieder innerhalb von 200-300 Jahren, wie es auch bei uns jetzt in der Geschichte gewesen ist, die Zivilisation schnell wieder aufgebaut werden. Denn Menschen werden aus dem Äußeren, also nicht von innen heraus, das hier selber erfinden und entwickeln, sondern von diesen Wesen bestimmte technische Errungenschaften, bestimmte Technologien gegeben, damit die Menschheit einen sehr, sehr starken Entwicklungsschub hat, was auch zur Folge haben wird, dass die Bevölkerungszahl explodiert, um halt auf eine möglichst kurze Zeit möglichst viele Bodenschätze abzubauen. Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf befindet sich über dem größten Vorkommen, also müssen sie umgesiedelt werden. Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation. Und irgendwo hat diese Theorie auch ihren Recht zu existieren, weil ich schon viele, viele Jahre davor, als ich mal aus einem Werk, wo man Autos zusammenbaut, herausgegangen bin und habe die vielen Menschen gesehen, die aus diesem Werk herausgehen, müde und erschöpft, und habe mir auch so ein bisschen überlegt, was das alles für einen Sinn haben könnte. Und irgendwo hatte ich das schon im Gefühl, dass letztendlich das ganze System nur da ist und nur darum existiert, um hier Bodenschätze abzubauen und die Erde auszurauben. Also, das ist das eine. Wenn wir die heutige Welt beobachten, ist es in manchen Regionen tatsächlich so, dass die Wirtschaft runtergekurbelt wird. Allerdings bin ich persönlich nicht in der Annahme, dass wir halt jetzt in die Steinzeit in den nächsten paar Jahren zurückgeworfen werden. Ich bin mir sicher, dass es einen gewissen Grad, also dass ein gewisser Grad an Kultur und Zivilisation übrig bleibt. Allerdings muss man auch bedenken, dass nicht jeder bzw. nicht alle Menschen halt in diese neue Welt, sage ich mal, leben oder existieren werden können. Und dazu habe ich aus meinen eigenen Erkenntnissen, aus meinem eigenen Wissen einige Punkte zusammengefasst, die sehr, sehr wichtig sind, meiner Meinung nach, um halt langfristig ein Bestehen zu haben. Diese Punkte sind allerdings nicht für uns selber so wichtig. Viel wichtiger wären diese Punkte für die nachfolgenden Generationen. Weil so schnell passieren diese Veränderungen nicht und so schlagartig. Das heißt, dass wir dieses Wissen, über welches wir verfügen, eine bestimmte Lebensweise, über die wir verfügen, also unbedingt an die nachfolgenden Generationen, also an unsere Kinder und Enkelkinder, weitergeben müssen, damit halt eine bestimmte Anzahl an der gesunden Population der Menschen hier auf der Erde langfristig überleben kann. Und das Erste und Wichtigste, was allerdings sehr wohl uns alle angeht und unsere Generation auch, wäre, dass man sieht und versteht und weiß, ob man jetzt in Wahrheit lebt oder in einer Lüge lebt. Der Mensch, der in Wahrheit lebt, das heißt, er ist mit dem Universum, mit der Realität in Resonanz, und dadurch öffnen sich bei ihm bestimmte energetische Kanäle, dass er besser existieren kann, dass er gesünder ist, dass er mehr Kraft und Stärke hat. Ein Mensch, der an irgendwelche Lügengeschichten glaubt, sein bioenergetisches System bricht zusammen. Das heißt, seine Bioenergetik funktioniert nicht und er wird sozusagen nach und nach zu so eine Art, sage ich mal, manipuliert gesteuertes Biosystem, sowas wie ein Bioroboter, und degradiert dann letztendlich, wenn er weiterhin an Lügenkonzepte glaubt, in Lüge lebt, degradiert er weiter in so ein halb Mensch, halb Tierwesen, sage ich mal so. Also ist es sehr, sehr wichtig, bestimmte, ich sag mal, Konzepte, bestimmte Meinungen und Ideen skeptisch und kritisch zu betrachten, nicht an alles Mögliche glauben, was man uns vorsetzt gerade. Da sind auch irgendwelche Verschwörungstheorien nicht ausgeschlossen, weil es ist in letzter Zeit beliebt, irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wahrheiten über die sozialen Netze zu teilen, was allerdings viele, viele Menschen auch in eine Irre führt, weil von diesen Wahrheiten gibt es eine unendlich große Reihe, aber diese Wahrheiten, wieder in Anführungsstrichen, sind sich sehr, sehr widersprüchlich,
so dass ich für mich jetzt festgestellt habe in den letzten 2, 3 Jahren, dass man eigentlich an gar nichts glauben sollte, vor allem an nichts, was aus dem Internet kommt. Auch wenn es die größten Wahrheitsfinder und irgendwelche Offenbarer sind, selbst die sind irregeführt sehr oft und selbst diese, ich sag mal, Kanäle, Menschen und Persönlichkeiten sind oft getäuscht und irgendwie auch in einer Lüge sozusagen, in der sie sich befinden. Die Wahrheit ist ja umfangreicher, sage ich mal so. Es ist schwieriger, die Wahrheit durch sein logisches Verständnis zu ergründen und zu verstehen. Viel einfacher wäre es, die Wahrheit zu spüren. Wie gesagt, wer durch eine gewisse Praxisfähigkeit, durch seine Erfahrungen in Meditationen, in Yoga, seinen eigenen Körper gut spüren kann, sein bioenergetisches Feld wahrnehmen kann, der wird auch die Wahrheit und die Lüge spüren und erkennen können. Also sobald er irgendwie ein Konzept annimmt, welches nicht der Wahrheit entspricht, spürt er, dass es seinem bioenergetischen Feld nicht gut ist, dass es zusammenbricht, wenn er stattdessen dann die Antithese, also in dem Fall die Wahrheit, annimmt und an sie glaubt, spürt er, dass sich sein bioenergetisches Feld beginnt wieder aufzubauen. Also das wäre sehr, sehr wichtig. Das wäre ein Tipp und meine Empfehlung an euch, dass ihr euch hinsetzt und das sogar ausprobiert und sagt, ja, man sagt oder man nennt das einen Gegenstand oder ein System scannen. Ihr kennt zum Beispiel ein System, welches ich sag mal, den Regenwald zerstört. Also es gibt ja viele Konzerne oder Firmen, die den Regenwald zerstören. Ihr setzt euch hin und konzentriert euch sehr gut auf euren Körper. Und dann bildet ihr in eurem Inneren das Konzept, dieser Konzern schafft was Gutes für die Umwelt, also ihr baut sozusagen eine falsche These auf. Also dieser Konzern sorgt sich um die Umwelt, er sorgt sich um die Wälder, er sorgt sich um ja, frische, saubere Luft, er sorgt sich um ja, frisches, sauberes Wasser, um das Fortbestehen. Und ihr werdet spüren, dass es hier irgendwas nicht stimmig ist, wenn ihr diese These aufbaut. Und wenn ihr euch in dieser Meditation befindet, nimmt die Gegen- oder die Antithese dann vor und sagt in eurem Inneren, dieser Konzern zerstört die Umwelt, dieser Konzern holzt die Regenwälder ab, dieser Konzern also missbraucht seine Arbeiter irgendwie, also nutzt die Menschen aus, die bei diesem Konzern arbeiten. Und ihr werdet feststellen, wie stark und wie sehr sich eure Bioenergetik verändern wird. Und dieses Scannen, also diese Prüfung, sage ich mal so, könnt ihr für jeden Menschen durchführen, für jedes System, für jedes Konzept. Und wenn ihr da eine gewisse Erfahrung darin habt, werdet ihr also weniger oder seltener getäuscht, weil wie gesagt, ihr spürt es mit eurem Inneren, ob ihr eine Wahrheit serviert bekommt oder eine Lüge. Der zweite Punkt, natürlich, um langfristig auch ja, überleben zu können, sage ich mal, in unserer heutigen Zeit. Ich spreche aber von Generationen, also ums Überleben. So unsere Generation, wie gesagt, da wird jetzt, denke ich mal, noch nicht so viel passieren, aber wenn wir jetzt die falschen oder die Weichen in die falsche Richtung stellen, dann kann es schon sein, dass unsere Nachkommen, die Enkel und die Urenkelkinder, es sehr, sehr schwierig haben werden. Es ist die Naturverbundenheit. Also der Mensch hat sich wieder durch diese technogene Sphäre sehr weit von der Natur entfernt, sehr weit von seinem natürlichen Ursprung entfernt. Und weil wir ja auch ein Bestandteil der Natur sind, also unser menschlicher Körper ist ja auch eine gewisse Biomasse mit einem gewissen Mikrobiom, welches also sehr, sehr filigran, sehr feinfühlig in vielen, vielen Jahrtausenden entstanden ist und sich an diese Natur in diesen Jahrtausenden auch angepasst hat. Und wir haben es geschafft, in den letzten 100 Jahren uns von der Natur so weit zu entfernen, uns in so ein sehr, sehr künstliches, sage ich mal, ja, Refugium hineinzustecken, in so ein sehr, sehr künstliches Umfeld hineinzustecken, sprich die Großstädte, sprich unsere Wohnungen, wo wir keinen Kontakt mehr zur Natur, wo wir keinen Kontakt mehr zu einer, ja, richtigen, starken Bioenergetik haben.
Und darunter leidet auch gewissermaßen unsere Energie, unsere Bioenergetik. Und wenn der Mensch jetzt nicht zur Natur zurückkehrt, dass er mehr mit dem Wald, mit den Bäumen, mit der Natur, mit der Erde kommuniziert, also eine sehr gute Idee oder sehr gute Maßnahme wäre, sich vielleicht irgendwie so einen kleinen Garten anzulegen oder sich um ein Stück Land zu kümmern und es zu pflegen, Bäume zu pflanzen, dann würde der Mensch so wieder diese gewisse Energie wieder auftanken, sich mit der Natur verbinden, mehr mit der Natur resonieren. Weil diese Menschen und Systeme, je weiter sie sich von der Natur entfernen, je weiter sie in das künstliche Dasein sich bewegen, desto mehr bröckelt es, wie gesagt, an diesem System, an der Überlebensfähigkeit dieses Systems. Und das kommt gewissermaßen so, dass sag ich mal, Strippenzieher, diese Systeme, die in seiner extrem künstlichen Welt leben und existieren, um dort überhaupt überleben zu können, müssen sie die Bioenergie von anderen Menschen rauben. Also das ist auch so, worüber auch das Internet jetzt viel spricht und immer mehr spricht, warum viele Kinder und Menschen verschwinden und was man mit ihnen verschwundenen Kindern und Menschen dann alles Mögliche anstellt. Das passiert weniger aus dem Hintergrund, weil diese ja, Leute so komisch sind, ich sag mal jetzt so diese Strippenzieher oder die Manager dieser künstlichen Systeme, sondern die brauchen diese Energie. Vor allem haben Kinder eine saubere, reine Energie und von dieser Energie, also allein von dieser Energie, können sie überleben und existieren. Und wenn man ihnen diese Grundlage nehmen würde, also wenn man diesen Kinderhandel, Kindsmissbrauch beseitigen würde auf unserem Planeten, würden diese Systeme von selber untergehen und von selber verschwinden. Ich beobachte auch gewisse Herren, die auch ja, in der Politik tätig sind und nicht nur über einen Tag hindurch, sondern über eine gewisse Zeit lang. Und ich sehe auch bei diesen Persönlichkeiten, wie krank sie sind, wie schlecht es denen geht. Zum einen aus dem Grund, weil sie, wie gesagt, eine falsche Tendenz anstreben und alle und die Menschheit versuchen, hinter sich herzuziehen, also ins Verderben zu ziehen. Das ist der eine Grund, warum ihre Bioenergetik zusammenbricht. Zum anderen, weil sie wiederum also falsches Wissen, so Lügen verbreiten, also die Menschen in die Irre führen, vielleicht irgendwo auch selber an diese Lügen glauben. Das ist der zweite Grund, warum die Bioenergetik dieser Menschen zusammenbricht. Und der dritte Grund, weil sie auch sehr viel emotionale Energie, aber auch also schlechte emotionale Energie von vielen, vielen Menschen abbekommen. Das heißt, die sind wie so ein, sage ich mal, Magnet oder Staubsauger, weil wenn wir allein Deutschland nehmen und diese gewissen Persönlichkeiten, ihr wisst, alle, von wem ich spreche, empfinden sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gerade starke, schlechte Emotionen, also Wut, Ärger, Aggression gegenüber diesen Persönlichkeiten, die man zur Verantwortung zieht für das, was um uns gerade passiert heute. Und diese schlechten Emotionen, schlechte Gedanken dieser vielen Menschen, das trifft natürlich auch zu einem sehr großen Anteil. Also ich sag mal energetisch oder ja, psychologisch, wenn man das auch so nennen mag, auf diese Persönlichkeiten, so dass die nicht zu beneiden sind, gehe ich mal davon aus, was sie halt tagsüber so erleben, weil ich weiß es auch aus diesem Hintergrund, weil ich auch mit unterschiedlichen Energien konfrontiert werde, also als Yoga-Lehrer, aber auch unter anderem als jemand, der ein gewisses Wissen verbreitet und auch gewisse Projekte vorantreibt, da stößt man auch ständig auf Gegenwind und ich weiß, wovon ich spreche, wenn man es energetisch auch ganz hart abbekommt. Also das ist ganz klar der Teil. Wie gesagt, also das ist so ein Wechselspiel zwischen den Systemen, wer halt dann letztendlich ja, mehr Überlebensfähigkeit hat, wer dann letztendlich mehr Stärke zeigt. Aber wenn die Wahrheit auf unserer Seite ist und die Wahrheit ist der Stärke und die besiegt letztendlich, können wir davon ausgehen, wenn wir in der Wahrheit verharren und diese Lügenkonzepte nicht annehmen, dass es unserer Bioenergetik und somit unserer Überlebensfähigkeit, also um die ist es dann besser beschaffen.
Ich möchte aber auch noch drei Punkte ansprechen, die auch ja, esoterisch oder parapsychologisch sehr, sehr wichtig sind. Sind die Punkte der Realisation. Also das ist für euch, für alle Zuschauer wichtig zu wissen, wie man sich oder was man tatsächlich für die Realisation eines Plans braucht. Zum einen braucht man eine gewisse Energie von oben, also das ist die schöpferische Energie des Universums. Man würde vielleicht auch sagen, so eine heilige Energie, eine spirituelle Energie, die Energie der Verwirklichung, die tatsächlich vom Schöpfer des Universums kommt. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt wäre die Energie von unten, also die grobe Kraft der Erde, also die grobe, ich sag mal auch physische Energie, die physische Energie, die auch aus der auch eine bestimmte Gewalt entsteht. Gewalt jetzt nicht in der Form, dass man jemand was Schlechtes tut, sondern in Form von Kraft, von Energie und von Möglichkeit, etwas zu bewegen, sage ich mal so. Also ein Traktor wäre gewaltiger als ein Fahrrad. Also so werdet ihr vielleicht das besser verstehen. Und diese Energie, die kommt dann von unten. Das ist also das dunkle Potenzial, welches jetzt fälschlicherweise irgendwo als negativ angesehen wird. Negativ sind die Leute, die die anderen parasitieren. Also negativ sind Systeme, die die Menschheit parasitieren. Diese dunkle, schwarze Energie von der Erde, die ist nicht negativ. Wir bestehen auch, also unser Körper besteht zu einem gewissen Anteil von dieser Energie. Wir brauchen sie auch. Und wenn diese Energie nicht vorhanden ist, ist der Mensch auch krank, nicht geerdet und schwach und hat auch ein schwaches Immunsystem. Also mit dieser, es gibt Meditationspraktiken, wo man mit dieser schwarzen Energie, in der man diese Energie aufbaut und in den Körper hineinzieht, auch Bakterien und Viren im Körper abtöten kann. Genau, das wäre der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt wäre die soziale Ausbreitung. Das heißt, je mehr Menschen man kennt, je mehr Menschen man nicht nur um sich hat, sondern Kontakt auch mit denen pflegt, desto mehr Energie oder desto mehr kann man dann auch verwirklichen in seinem Leben. Ich gebe euch hier auch Beispiele, damit ihr das besser verstehen könnt. Ein Yoga-Praktizierender, der irgendwo weit oben in den Bergen im Himalaya praktiziert, der hat gewissermaßen ein starkes kosmisches bzw. spirituelles Potenzial. Also diese Kanäle sind bei ihm sehr stark. Und die Kanäle, die von unten heraufkommen, diese Energie mag bei ihm auch gewissermaßen stark sein. Aber das hängt natürlich auch von seiner körperlichen Verfassung ab. Also wenn ihr tagelang fastet und sich nur von irgendwelchen Kräutern ernährt, einmal in der Woche, ist sein Gewaltenpotenzial auch ein sehr schwaches. Also er lebt allein von seinem schöpferischen, spirituellen Potenzial und er kann sich nur in dem verwirklichen, dass er für sich etwas Gutes tut. Also er hat auch keinen Bezug zu anderen Menschen, also diese soziale Ausbreitung, die fehlt ihm. Und wenn er dann Vollkommenheit erreicht, wenn er Erleuchtung erreicht, kann er das nur für sich alleine erreichen. So jemand wie zum Beispiel ein Hollywood-Star oder ein Politiker, den viele Menschen kennen, der in den Medien gezeigt wird. Viele, viele Menschen konzentrieren sich auf diese Persönlichkeit, wenn es irgendwie ein hübscher Hollywood-Schauspieler ist, konzentrieren sich auch sehr viele Frauen mit positiven Emotionen ihm gegenüber. Und der hat eine riesige soziale Ausbreitung. Allerdings haben diese Leute meist ein sehr geringes spirituelles Potenzial. Also die leben die niedrigsten Begierden oftmals aus und wie gesagt, denen fehlt es halt an anderen Energiekanälen. Und jemand, der ich sag mal jetzt wieder um das zu verdeutlichen, ein Diktator, der über große Armeen verfügt, der hat ein sehr, sehr starkes Gewaltenpotenzial, aber wenn er den Menschen nichts Gutes bringt und nur Leiden oder irgendwelche Qualen, hat er weder spirituelles Potenzial, allerdings wird er auch, wenn er eine große Armee befehligt, eine starke soziale Ausbreitung haben und ein starkes Gewaltenpotenzial haben. Also seine Armee, mit der er sehr viel verwirklichen kann. Diese drei Potenziale sollte dann jeder Mensch haben in einem gewissen Gleichgewicht und je mehr, desto besser, um sich zu verwirklichen, um seine Projekte zu verwirklichen.
Aber auch ein System, zum Beispiel eine Schule oder ein Unternehmen, sollte auch gewissermaßen über diese drei Potenziale verfügen. Natürlich hat nicht jeder oder kann nicht jeder ein gutes geistiges, spirituelles Potenzial aufbauen. Deshalb geht oft etwas eine lange Zeit gut, aber wenn dieses Potenzial zusammenbricht, also dieser Segen vom Schöpfer, ich nenne es auch mal so mit anderen Worten, dann bricht auch das ganze System zusammen. Also die Firma oder das Unternehmen, wie gesagt, oder die Gesundheit des Menschen kann auch so zusammenbrechen. Und deshalb passiert es leider Gottes auf unserem Planeten, das, worüber ich schon gesprochen habe, dass ja Kinder und Menschen entführt werden, damit also diese Systeme, die kein spirituelles Potenzial haben, über dieses Potenzial, ich sag mal, räuberischermaßen verfügen können für eine gewisse Zeit lang, um existieren zu können. Weil ansonsten werden sie vom Universum geschlossen, sage ich mal so, geschlossen. Das heißt, die Energie wird ihnen abgesaugt, so dass sie kein Recht und keine Möglichkeit haben werden zu existieren. Über diese drei Aspekte solltet ihr auch Bescheid wissen. Also die schöpferische, geistige, spirituelle Energie von oben, das Gewaltenpotenzial von unten, also das ist die Energie und die Kraft der Erde und die soziale Ausbreitung. Und wenn bei euch damit alles in Ordnung ist, könnt ihr euch viel besser in diesem Leben realisieren und viel mehr im Leben erreichen, viel mehr auch verändern zum Positiven, weil ich nehme an, Leute, die dieses Video schauen werden, auch eher ja, positiv gesinnt sind, gut gegenüber Mitmenschen und gegenüber unserem Planeten gesinnt sind. Natürlich habe ich jetzt noch einen Faktor, um die Überlebensfähigkeit einer Population bzw. der Menschen zu sichern, ist das Sexualverhalten einer Population. Wenn wir hier als Beispiel das Römische Reich nehmen, gibt es ja Romane, die der Wahrheit also sehr, sehr nahe stehen, dass man wohl sich ab einem gewissen Zeitpunkt im Römischen Reich, also die Elite hat sich dort begonnen, bestimmten Perversionen hinzugeben. Und diese sexuellen Ausschweifungen haben dann letztendlich dazu geführt, dass das Römische Reich zusammengebrochen ist und untergegangen ist. Und das passiert gewissermaßen in einem jeden, auch ja, menschlichen System, in einer jeden Population. Sobald der Mensch aus seinem normalen sexuellen Leben, also zwischen Mann und Frau, wir sind ja hetero von der Natur aus kreiert, sage ich mal so, und auf diesem Planeten herrschen Hetero-Bedingungen, also Mann und Frau, hell und dunkel, Sonne und Erde. Und wer energetisch bzw. verhaltensmäßig auch aus diesen Aspekten oder aus diesem System hinausbricht, der wird auch nicht lange existieren können. Also vielleicht zwei, drei, vier Generationen, aber auch nicht länger. Und wir erleben in Europa leider Gottes jetzt auch einen sehr, also seit den letzten vielleicht zwei, drei Jahrhunderten, einen sehr großen Ausmaß an ja, Perversionen, an sexuellen Ausschweifungen, die den Menschen nicht nur energetisch schaden, sondern auch genetisch schaden. Es gibt einen Herrn Klimov, leider sind seine Bücher im ganzen Internet gelöscht und auch im Handel sind sie sehr, sehr selten und sehr rar zu finden. Herr Klimov zog nach New York um und hat dort als Psychologe ja, Menschen studiert, auch untersucht, die sich bestimmten Perversionen hingeben. Und er hat festgestellt, dass wenn der Mensch beginnt, wie gesagt, ein ausschweifendes Sexualleben mit gewissen Perversionen durchzuleben, sich am Anfang seine Psyche beginnt zu verändern, nachhaltig. Das heißt, es ist schwer, schwer, diese Psyche in den normalen Zustand wieder zurückzubringen. Beziehungsweise viele Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, entwickeln letztendlich aus dieser psychischen Krankheit eine Perversion. Also das wirkt so und so. Also entweder man ist pervers und wird nach und nach psychisch krank oder man ist psychisch krank und entwickelt dadurch aus dieser psychischen Krankheit bestimmte perversen Tendenzen. Und letztendlich gibt es auch Forschungen darüber, dass diese psychischen Krankheiten, diese Perversionen auch auf die Genetik wirken, so weit, dass die Nachkommen, also dieser Menschen, die sich diesen Perversionen hingeben, auch bestimmte genetische Krankheiten entwickeln, die sie dann natürlich weitergeben. Also die Natur
hat alles, wie gesagt, sehr filigran, sehr ordentlich, sehr genau entwickelt und vorherbestimmt. Und wer diesen Gesetzen der Natur trotzt, der wird auf lange Sicht, also meiner Meinung nach, wenig oder schlechte Überlebenschancen haben. Okay, um auf die Frage von Robert zurückzukehren, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren aussehen wird. Ich denke, sehr, sehr stark gravierende Veränderungen werden nicht eintreten. Es werden natürlich Veränderungen eintreten, die den Menschen oder der Menschheit Schwierigkeiten bereiten werden. Also wir stehen in vielen Aspekten unseres Daseins vor oder in einer Sackgasse oder vor Katastrophen. Also was die Umwelt angeht, stehen wir in einer Sackgasse. Was die demografische Entwicklung der Menschheit betrifft, stehen wir auch irgendwo in einer Sackgasse. Was die wirtschaftliche Seite und die politische Seite angeht, stehen wir auch in Sackgassen, also oder kurz vor sehr, sehr starken Krisen. Allerdings, sage ich mal, wird es nicht alle Menschen treffen, weil durch jede Krise ist ein gewisser Anteil von Menschen stärker geworden. Die konnten ja weiter wachsen, sich weiterentwickeln, und ein gewisser Anteil der Menschen sind durch diese Krise irgendwo, ich sag mal so, auf der Strecke geblieben. Deshalb, also versucht diese Punkte, die ich angesprochen habe, zu berücksichtigen. Versucht euch selber Gedanken darüber zu machen. Wenn ihr Anmerkungen habt, eigene Ideen habt, schreibt sie doch bitte in den Kommentaren. Ich bin immer offen für Diskussion. Ich bin immer offen für eure Fragen. Und dementsprechend werde ich bei Gelegenheit auch auf die anderen Fragen eingehen. Das war's für heute. Dankeschön. Euer Eugen Minz.